Okay. The tractor is already full. Achso, willst du fahren? Wirklich fahren? Ich dachte, bei dir geht es nicht. Wieso? Ich hab jetzt schnelleres Internet. Achso. Möchtest du vielleicht... Warte mal. Das ist eine schlechte Idee. Du müsstest da hinten über das Fließband drüber fahren. Man kann über das Fließband fahren? Ja, natürlich. Es holpert halt ein bisschen. Also ich bin da schon drüber gefahren. Okay, also ich flieg da einfach nur, ich nehme ein bisschen Anlauf, Moment. Oh, oh. Wow, geil, du bist gerade voll gegen die Fabrik gefahren. Ja, auch das... Sicher, dass du fahren möchtest? Moment, ich versuch's noch einmal. Hä? Da passiert gar nichts. Ich hab das geschafft. Hier, ja. Hier fahr du. Geht doch. Bei mir backt das einfach nur rum. Moment, ich steig auf. Wie bist du da hochgekommen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Patrick. Nicht fahren können und nicht aufsteigen können. Ja, ich kann nicht hoch, was soll ich machen? So, wo wollen wir jetzt? Weil, geil, jetzt wird's dunkel. Alter, ich krieg die Krise. Ja, egal, ich hab ein Licht. Ich mach Licht. Kann ich eigentlich nicht. Ich kann, so kann ich kein Licht machen. Wo wollen wir denn hin? Hey, kann ich keine Markierung mehr setzen? Doch, genau auf uns kann ich setzen. Hä? Du musst gerade ständig Markierungen setzen. Ja, aber ich will die in der Entfernung setzen, nicht hier da, wo wir sie jetzt sind. Das bringt doch überhaupt nichts. Also ich kann die in der Entfernung setzen. Ich klicke, dann erscheint das Zufelsymbol direkt über uns. Ja, dann sag halt Norden, Süden, Westen, Osten. Ich hab keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, wir fahren jetzt mal Richtung, ja, das sieht schon gut aus. Wir könnten dahin fahren, wo wir damals diese Absturzstelle gefunden haben und panisch, heroisch wieder unseren Weg nach Hause angetreten sind, weil es da zu langweilig war. Oh, das hört sich gut an. Ja, jetzt kriegen wir die auch kaputt, die Viecher. Weißt du noch, wo das war? Nee, keine Ahnung mehr. Ich glaube, das war in Richtung unserer ersten Kohlemine und dann aber links abgebogen. Mist, sowieso groß getönt, dass ich da drüber komme. Haha, dann trotzdem drüber. Perfekt. Und weißt du, wo wir eigentlich hin könnten? Hast du genug zu essen dabei, fällt mir gerade ein. Ich hab, Moment, ich hab 56 Nüsse dabei. Ja, okay, das sollte erstmal reichen. Wir wollten doch ganz am Anfang von unserem Schaffen wollten wir doch zu diesem Wasserfall irgendwo in der Ferne über diese Brücke und dann war da. Ah, das da ist er, ich sehe ihn. Ja. Ja, ich erinnere mich. Da über die Brücke und dann kam das Viech, was mich nicht angegriffen hat, aber dich dann angegriffen hat. Und dann dich auch. Beziehungsweise. Genau. Aber ist das der gleiche Wasserfall? Also weiß ich nicht, das kann ich von hier nicht erkennen. Ach, wir fahren jetzt einfach hin. Ja. Ich sehe eine Schnecke von hier. Sind die noch wichtig? Das ist relativ, ja, ich würde es auf jeden Fall einsammeln, aber... Aber da kommt alles grün, ich glaube, da können wir nicht hin. Ich sehe noch eine Schnecke. Okay, dann hast du eine andere Schnecke gesehen. Ich habe nämlich die Schnecke gesehen, auf die ich gerade zufahre, da qualmt nichts. Nee. Dann will ich die mal eben ein. Der hinter uns, da war ein grünes Teil, aber das grüne, der grüne Gang, der wurde ja später angezeigt. Ah ja. So, ich park hier mal. Wir werden angegriffen, direkt hinter uns. Echt? Irgend so eine Spinne war da. Ihhh. Sehe sie aber nicht mehr. Ja, doch, die ist wieder hinter uns. Ich gehe. Ich fahr. Tschüss. Ich folg dem Pfad hier. Ja, mach mal. Ah, mein Kopf. Kopf einziehen. Ah, schon wieder. Ich hab den Eindruck, dass das kein Pfad ist, sondern... Keine Ahnung. Wegen die Spinnen immer laufen, die sind nämlich immer noch hinter uns. Echt? Scheiße. Ja. Die sind ganz schön schnell. Du meinst eher, unser Traktor ist ganz schön langsam. Ich fahre irgendwie im Kreis, habe ich den Eindruck. Ich fahre mal aufs offene Gelände, da können wir besser kämpfen. Auch. Ich fährst vor allem wieder zurück, also ich will... Ja, oh, hier, ich wollte um den Berg drumherum hier und dann...
Hier ist Abgrund, oh scheiße. Oh scheiße. Ach, das geht schon. Guck, wunderbar. Oh, ich stehe sogar noch. Ganz schön standfest. Jetzt fahren wir auf den grünen Bereich zu. Ja, Mist. Da geht's noch weiter runter. Aber da würde ich aber nicht runterfahren. Na, nicht runterfahren. Ups. Achso, das ist nur der Abgrund, okay. Ich dachte. Oh, guck mal, hier ist Kopfbord. Ne? Machen wir mal. Oh! Hier ist ein Viech. Nö. Tot. Ja, das ging aber schnell. Tja. So, was haben wir denn hier? Normal Copper Ore. Ja. Normal ist irgendwie langweilig. Wollen wir es markieren? Hast du jetzt eigentlich auch Beacons dabei? 4 Stück, ja. Da musst du was markieren? Ich weiß nicht. Eine Karte hatten wir nicht, ne? Karte gibt's noch. Klar. Warte mal. Ich sehe von hier aus unsere andere Kupferfabrik. Also wir brauchen ja, die, glaube ich, nicht markieren. Ne? Zur Not können wir ja nochmal neu... Oh Mann, ich öffne immer das Inventar. Zur Not können wir nochmal neu suchen. Ja. Ah, ja doch, wir sind richtig. Wir sind jetzt schon auf der anderen Seite. Ich fahre einfach mal quer durch den Qualm dadurch, das ist ja nicht viel. Luft anhalten. Scheiße, das hört ja gar nicht mehr auf. Ich bin gleich tot. Ha! Wir haben es geschafft. Ich musste mal geschwind aussteigen und mich heilen. Ich wäre auch fast drauf gegangen, hätte ich nicht das gekriegt. Oh, scheiße. Ich bin tot. Na toll. Kannst du mich wiederbeleben? Weiß ich nicht, wo liegst du denn? Ich lieg direkt links vor mir. Ah ja, warte, ich sehe dich. Ja, reviving. Der Wagen. Achtung, da ist immer noch das Vieh. Ich dachte, das ist getötet. Dachte ich auch. Wird mir nicht mehr. Ach, guck mal, ich lebe wieder. Ja, denn? Weiter geht's. Ganz normaler Vorfall. Beim Reviven hat sich der Balken nicht gefüllt. Ich weiß nicht, ob das auch ein Bug ist. Der hat ja funktioniert. Also von daher. Die ist abgrund. Nee, hier ist keiner drauf. Ja, ich wollte. Moment, ich wollte meine Rache an diesem Viech hier noch machen. Das mich in der einen Folge so. Böse. Wow! Böse erschreckt hat. Ich hatte das Gefühl, vom Traktor aus schieße ich auf eine Alpha-Wand. Also das Viech ist tot, aber es hat nichts getroppt. Ah doch, es liegt nur in dem Ding drin. Also ich muss das mal eben probieren, wenn ich auf dem Truck bin und schieße. Aber nicht auf mich, ich muss gerade... Nö, also nee, okay, mir fallen, fliegen die Pfeile durch. Also ja, dahin, wo du auch. Willst. Ja, merkwürdig. So, dann würde ich sagen, auf zum... Oder so eine Schnecke. Auf zum Wasserfall. Wo war der jetzt nochmal genau? Ja, genau geradeaus. Hinter dem Qualm von hier aus gesehen. Ja, aber ich will da nicht schon wieder durch. Ich fahr mal da rechts in den Stein rum. Ja. Es wäre natürlich echt tragisch, wenn dieser Wasserfall nur Hintergrunddeko ist und man da gar nicht hinkäme. Ach, da kann man bestimmt hin. Also weißt du, so nach dem Motto, wir fahren jetzt hier eine halbe Stunde Richtung Wasserfall und kommen ihm halt einfach nicht näher, weil der quasi sich von uns weiter weg bewegt. Oh scheiße, hier geht's erstmal nicht weiter. Ich glaube, wir müssen aussteigen. Okay, da sollte man nicht runterfallen. Aber hier geht's weiter. Ja, hier geht's weiter. Oh, der Wasserfall ist tatsächlich der, das Wasser geht ins Nirvana. Ja. Aber schön hier hinten. Aber man kann hinter dem Wasserfall her, so wie es aussieht von hier aus. Stimmt. Und man könnte eventuell auch da oben herlaufen, zumindest ist da was. Ich glaube, man kann hier irgendwie, kann man wahrscheinlich die Wand hoch. Ja. Also klar, mit Foundations und Treppen und so weiter könnte man hier überall irgendwo hin, aber... Irgendwann bauen wir hier mal eine Treppe, einen Gang über den Abgrund. Irgendwann bauen wir den Ganges. Ja, genau.
habe ich innerhalb von 2 Tagen den gleichen Witz gemacht. Das ist echt schlimm. Aber nachdem die Folge ja sehr viel später rauskommt, wie die Tomb Raider-Folge, in der ich jetzt den Witz auch gemacht habe, kriegt das niemand mit, dass das in beiden Folgen war. Ach, hier ist eine Schnecke. Viech irgendwo habe ich ein Viech gehört. Da kommt gleich 2 von denen. Wow, er kommt voll aus dem Gebüsch. Eins habe ich. Ich habe auch einen. Macht nach Adam Riese beide tot. Wieso lässt der nichts droppen? Glaub's kackt. Hatte deiner was fallen lassen? Ach, ja, da liegt's. Hat er. Ich suche immer direkt bei dem Viech, aber das spawnt irgendwie, was der fallen lässt, irgendwie gefühlt 200 Meter daneben. Ja, manchmal rutscht das Viech auch noch weiter. Ist da eigentlich... Warte mal. Ist da ein Grafikfehler oder was ist das? Mitten im Wasserfall... Ach, der Wasserfall geht durch den Fels durch, deswegen sieht der Fels so komisch aus. Nun denn. Ich kann keine Markierung setzen. Ich kann ihn nur auf mich selbst setzen. Oder Alt und Klicken war das doch, oder nicht? Ja. Ja, dann ist es auch buggy. Das hat aber schon mal funktioniert. Sag mal, was hast du für kaputte... Ich verstehe das überhaupt nicht. Ja, nicht. Oder ist es ein Synchronisationsproblem, dass, wenn du das Spiel wahrscheinlich selbst spielen würdest, also alleine spielen würdest, als Host oder so, dann geht's wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich sag's mal so, solange das hier die einzigen Bugs bleiben im Multiplayer, wer ist mir das recht? Ja, da kann man noch mit leben. Wie kommen wir denn jetzt weiter? Also theoretisch könnten wir jetzt Treppen nach oben bauen, wir können aber auch einfach den Survival-Modus machen und einfach so nach einem Weg suchen. Ich suche jetzt so nach einem Weg. Es ist halt echt scheiße, dass hier überall... Oh, hier geht's glaube ich weiter. Ja, hier geht's weiter. Hoffe ich mal. Außer es ist zu steil. Ah, es ist zu steil. Schade. Wir kommen die Lianen hier auch nicht hoch, oder? Nee. Ja, dass man nicht sieht, wie weit der grüne Qualm ist. Sonst könnte man einfach sich entscheiden, ob man da durchläuft oder nicht. Aber hier ist eine Absturzstelle. Oh. Da kam so ein Pott rund. Ah, cool. Aber wir können damit nichts machen, glaube ich. Hey, das ist doch genau so ein Viech, wie wir immer vor dem Spacelift nach oben geschickt haben. Mit den Ressourcen. Stimmt, ja. Ja, so ein Pott. Aber wir können da, ich habe bisher noch nichts gefunden, womit interagieren könnte. Das ist einfach nur wahrscheinlich Deko. Ah, ich markiere es trotzdem mal. Vielleicht wird es ja irgendwie später nochmal interessant. So, Ich renne da mal kurz durch. Ja, du weißt, aber wenn du da drin krepierst, wird es schwierig, dass ich dich da wiederbeleben kann. Ich krieg das hin. Ich nenne das jetzt mal Absturzstelle Alpha. Okay, da kann man relativ leicht durchrennen, du verlierst 3 von diesen Balken. Auf der anderen Seite ist noch so ein Teil. Da liegt doch was. Ich gehe mal kurz hin. Schrauben. Also du bist direkt nach Norden gelaufen. Ich bin einmal komplett durch, also du müsstest ja sehen, wo ich bin. Ja, ich bin an dir vorbeigelaufen. Du stehst ja quasi mitten im Qualm. Ja, Standes. Ich habe mir das Ding untersucht. Und? Könnte aber nichts mitmachen. Okay. Da lagen Schrauben halt, aber die können wir glaube ich nicht gebrauchen. Ich würde ja gerne nochmal, nicht nochmal, sondern überhaupt mal so eine Höhle erkunden. Auch auf die Gefahr hin, dass dann da Spinnen kommen. Wow, aber wo sind wir jetzt hier? Das Biom ist ein bisschen anders. Hier ist irgendwie mehr Dschungelpflanzen und sowas. Hier kann man hochklettern. Guck mal, hier sind so Palmen mit lila Rinde und sowas. Ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Nee. Oh. Also ich war hier noch nie. Da sind Eisen. Das Eisen. Hast du geguckt, welche Fertigkeit das hat? Nee, aber das sind gleich 4 Patches, selbst wenn das normales Eisen nur ist. Oh, Klettern in dem Spiel ist echt grenzwertig. Impure. Bist du jetzt einfach runtergesprungen? Ach, Impure, ja. Ist doch scheiße. Impure markiere ich nicht. Ist ja lächerlich. Alle 4 Patches zusammen. Oh, Viech bei mir.
Oh, gleich drei, pass auf. Ja. Nur noch zwei, eins ist tot. Huch! Oh, der fast runtergekommen. Zwei sind tot. Alle drei sind tot. Sehr schön. Sehr gut. Ja, also vier Impure Eisen Patches, das sind dann zusammen 120 pro Minute Eisen. Damit kommen wir nicht arg weit. Können wir ignorieren. Ja. Also da hoffe ich mal auf was Besseres. Klettern wieder hoch oder wollen wir weitergehen zum Wasserfall? Ach so, wir sind jetzt runtergesprungen wegen den Eisendingern. Ne, ich wollte eigentlich hochklettern. Genau. Ja. Eigentlich eine gute Idee, von da oben können wir auch mal noch was sehen. Richtig. Ich finde es immer noch lustig, dass wir die Sachen, an denen wir hochklettern, abbauen können. Ja. Oh, oder da oben ist so eine Stinkepflanze. Da sollten wir also uns absprechen und gemeinsam dran vorbeilaufen. Die hat schon, die hat schon reagiert. Glaube ich. Oder? Nee. Okay, also wir müssen schnell dran vorbeilaufen. Ja, ich laufe hinterher. Oh scheiße, hier geht's weiter. Ich kann hier nicht laufen. Wo bist denn du? Ich bin gerade am Sterben. Habe ich die ganze Zeit Schaden? Ja, dann geh weg. Ja, ich stehe hier schon weiter weg. Ich weiß nicht, wovon ich Schaden kriege. Ich kann auf jeden Fall nicht herlaufen. Also ich laufe und dann geht's nicht weiter. Ja, die Pflanze tut gerade ihre Pfurzgase verbreiten. Ja, jetzt kann ich laufen. Die wird bei mir, glaube ich, einfach nicht angezeigt, die Pflanze. Oh Mann, ist doch scheiße. Das ist jetzt scheiße. Es ist eh dämlich gewesen, weil wir kommen hier sowieso nicht weiter. Hier ist eh... Da ging's nicht weiter. Ah, macht ja nichts. Du bist ja nicht gestorben, hast du noch genug Leben. Ich lebe noch, aber ich habe keine Nüsse mehr. Was? Du hast ja schon 60 Nüsse aufgegessen. Ja. Ich sammle unterwegs, naja. Ja, ich halte mal Ausschau. Was ist das denn hier? Ist das Sand? Oh, Sand, ja. So, völlig unvermittelt plötzlich aus dem Dschungel raus Sand. Dann bunte Pflanzen. Kann man das Licht ausmachen? Was haben wir hier schon? Oh, guck mal. Oh, hier geht's. Pickup Sulfur. Hier geht's runter in eine Höhle. Aber das sollten wir vielleicht erst runter. Ich mach meine Markierung hin. Da sollten wir erst runter, wenn du genug Lebenszeug zum Essen hast. Ja. Höhleneingang. So, falls ihr euch übrigens wundert, warum man meine Tastatur so laut hört, meine aktuelle Tastatur, die ich eigentlich zum Spielen habe, liegt gerade. Wie soll ich sagen? Etwas unbenutzbar in der Ecke, weil ich die ganzen Tasten rausgebrochen habe und gewaschen habe. Und die gerade noch trocknen. Weil ich gedacht habe, nach anderthalb Jahren könnte ich mal meine Tastatur neu putzen und nicht dran gedacht habe, dass ich die heute Abend nochmal brauche. Aber ich habe ja genug andere Tastaturen. Nur die hier hatten etwas lautere Tasten. Ich befürchte, man hört es in der Aufnahme. Iron Ore Impure. Sag mal, was ist denn das hier? Ist ja voll die Kack-Gegend. Ein langweiliges Biom. Oh, guck mal, ich sehe unsere Kohlestraße. Wir sind über uns. Oh Gott, so oben, so weit oben sind wir. Wir sind über dem Dschungel. Ja. Eieiei. Jetzt laufen wir übrigens doch rum, statt zu fahren. Soll ich mal mitsuchen nach Essen, dass wir in die Höhle runter können? Ja, sollten wir auf jeden Fall machen. Oh, ich glaube, ich weiß. Was haben wir hier noch? Wahrscheinlich auch Impure, ja, toll. Ich glaube, ich weiß, wo die Höhle hinführt. Ja, ich. Ah, hier sind Nüsse. Kann man. Da, wo wir unsere Kohlebergwerke da unten gebaut haben, wenn du dann ein Stück weiter in den Dschungel reinläufst, bist du quasi am Fuße von diesem Höhleneingang. Ich glaube, die sind wahrscheinlich miteinander verbunden. Ja. Da kamst du aber unten nicht rein, weil da waren Stinkepflanzen. Ja, müsste man halt durchrennen, ne? Ich glaube nicht, dass das da mit Rennen getan ist. Weil wenn dann Spinnen kommen, dann musst du in diesen Giftgas-Dingern da Spinnen bekämpfen. Das ist, glaube ich, nicht so cool.
Also es muss noch irgendwas im weiteren Spielverlauf geben, dass man gegen diese Giftgas-Sachen da ankommt. Ja. Rüstung und so ein Kram bräuchte man noch. Ja, oder Gasmasken halt. Das wäre das naheliegendste. Kann man eigentlich die Bäume hier fällen? Warte mal. Oh, kann man. Aber kommen auch nur Holz bei rum, ne? Nee, da kommt Mycelia kommt da auch bei rum, Pilze. Ah, cool. Kann man die essen? Was? Used for crafting. Biomass burners and vehicles can use it for power. Wir können Pilze in unseren Traktor reinschmeißen und der fährt damit? Geil. Sollten wir nur nicht in den Drogentest kommen mit dem Auto. Hä, da unten hat er gerade was geglitzert. Komisch. Ich sehe hier schon... Oh, was haben wir hinten? Limestone wahrscheinlich. Ja. Einfach mal mitten in der Wüste. Ach nee. Na, guck mal, wo ich bin. Ja, dann musst du suchen, ne? Oh, da oben. warte. Bleib mal stehen. Falle ich jetzt gleich runter, ja? Ach so, nee, ich wollte mit dem Fotomodus dahin zoomen. Ach so. Kannst du mit den Händen klappern? Ja, mach ich mal, warte mal. Ja, hier geht's auf jeden Fall noch weiter. Ich weiß nicht, ob man da hinten auch weiter hochklettern kann, aber sieht fast danach aus. Ich gehe hier mal. Ja, warte, ich komm hinterher. Beantwortet auch meine Frage, ob man auf diese komischen Formationen hier hochklettern kann. Aber offensichtlich kann man. Ist auch schön, dass hier auf der Textur von dem Stein oben Gras wächst. Ja, das dachte ich auch gerade. Vor allem mit einer super schönen Grastextur. Ah, da müssen sie noch ein bisschen dran feilen. Da hätte ich jetzt eigentlich eher Moos oder so erwartet. Ja, nein, ich rutsch ab. Hier kann ich auch laufen. Aber hier ist auch einfach nichts. Hier geht's dann auch schon wieder runter. Schade, ein bisschen enttäuschend. Also noch höher kommt. Na, schade. Wir müssten auf das Ding hier irgendwie. Moment, ich suche gerade eine Markierung. Im Süden, Südwesten. Süd-Südost. Wo der große Bogen nach oben geht. Ach, da oben da. Ja, da müssen wir mal hin. Oh, was? Hier ist so eine bunte Kugel. Nein! Tschüss! Scheiße. Ich konnte nicht mehr abspringen, weil der schon... Was haben wir hier? Impure Copper Ore. Hier ist alles impure. Was soll denn der Scheiß? Das ist voll die Kackgegend hier. Wir haben die Kackgegend des Bioms gefunden. Und ich komme nicht weg, weil ich in Bäumen feststecke. So. Ich kann nicht nach unten gucken, weil da... Oh, scheiße! Alles gut, ich lebe noch. Hi. Tag. Hast du die Kugel wenigstens eingesammelt können? Die habe ich mit, ja. Ach, guck mal, ist das hier... Das sieht aus wie ein Spalt in der Höhle. In dem Fels. Dann will ich wissen, ob wir da hin können. Ah, da kann man hin. Ich muss da hin. Mal Licht einschalten. Ich weiß gar nicht so genau, wo du meinst. Da oben irgendwie. Ach komm, scheiß doch jetzt drauf. Ich hab noch genug Beton. Da war noch ein netter Weg. Organization. Mist. Hast du was zum... Hast du genug? Wie viele Steel Plates hast du? Steel Plates? Du meinst Iron Plates? Meine ich ja. 26. Ja,
So, und jetzt müssen wir noch höher. Mist. Ah! Wäre runtergefallen. Ach Gott, was ist denn das hier?